unless your wicked schemes will avail you not, watching one. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Dragon's Dogma 2. Eine weitere Quest steht an. Eine beunruhigende Begegnung, der Name. Und wieder sollen wir uns aufmachen ins Schloss, wieder unbemerkt dort ankommen. Das Ganze wieder zwischen Mitternacht und frühen Morgen. Und direkt vorne hier wartet die liebe Sonja auf uns, um uns wieder zum Seiteneingang zu geleiten, um dort dann ins Schloss hineinzuschleichen. Ich werde dort gleich einen Weg kurz ein bisschen falsch gehen und hatte irgendwie geguckt, das sauber geschnitten zu bekommen, ohne dass ihr euch eventuell fragt, hey, wo geht Goodie da lang? Ist mir nicht gelungen. Deswegen habe ich, ja, meine kleinen Irrwege mit drin gelassen im Video, damit ihr auf alle Fälle wisst, wo ihr dann wirklich lang müsst. Wir sehen das gleich, das kommt auch schon relativ hier vorne zum Start. Beim Ende hin, da kann ich jetzt auch schon spoilern, ihr guckt sowieso ein Video zur Quest, dann kann ich jetzt auch schon sagen, warum ich im Kerker gelandet bin. Ich weiß nicht, ob ich hätte früher schneller aus dem Zimmer rausgehen müssen oder gar nicht. Also, keine Ahnung, wie es da gelaufen wäre. Man hat keine Speicherstände. Ich kann das nicht einfach nochmal neu testen, ohne dass ich ständig mit der Cloud hin und her spielen würde. Und deswegen muss ich damit so leben. Ich habe es auch gerne immer ein bisschen lieber ein wenig sauberer. So, weil ich bin nämlich hier, verlaufe ich mich gerade ganz kurz und sehe, nee, da geht es zum Wachturm, das ist doch falsch. Und nehme jetzt gleich einen anderen Weg. Und wie gesagt, wenn ich das rausgeschnitten hätte, hättet ihr, ja, ich habe einfach nicht in die richtige Richtung geguckt, an der Stelle, wo ich den Schnitt setzen würde, so dass ihr dort eventuell nicht durcheinander kommt. So ein bisschen Lampenöl können wir mitnehmen, schadet nie. Jetzt gehe ich hier Richtung Audienzsaal. Weil da weiß ich einfach schon, da kann ich gut hier an der Seite die runden Treppen hochgehen und lande auf der Etage, wo ich hin möchte. Ich wollte vor allem auch hinter Sven noch hinterher, wenn ihr das selber noch macht und halt ja der Sache entkommen könnt. Sven hat auch noch eine Quest für einen, wenn, ne? Sven, wenn man mit dem mal unter vier Augen redet, ne? Wir werden ihn am Ende hier vom Video sehen, den Sven. Oder im hinteren Drittel, sage ich mal, des Videos. So, hier kommen wir erstmal da an, wo wir hin sollen. Das ist unser erster Questschritt. I would not presume to know, my lord. However, it must be a highly sensitive matter for the regent kin to request a private audience. Oh, perhaps the boy has finally grown wise to the benefits my favor can bring. He might just be his mother's puppet, but at least he knows what's good for him. My lord, if someone were to overhear... Oh, unring your hands, you fool! As if anyone in this palace would dare say a word against me. Now, if Wilhelmina calls, tell her to await me in my chambers. I will return presently. So, und die gucken nicht in meine Richtung, können wir rein ins Zimmer. Und hier ist an der Seite eine Geheimtür. Kann man auch gut erkennen dort, eigentlich ganz gut, wenn man weiß, dass sie da ist, erkennt man es auf jeden Fall. Und hier ist die Nachricht, die wir haben wollen, der Brief. Und jetzt kommt gleich wieder eine kleine Zwischensequenz. Und wie gesagt, ob man da um dieses Erwischen herumkommt. Ansonsten hoffe ich, ihr habt den beunruhigten Magistrat von mir gesehen. Oder die Magistrat-Quest, dort habe ich euch empfohlen gehabt, für den Kerker eine Nachschlüsse zu machen. Das ist übrigens Sven, ne? Das ist Sven, von dem ich rede. Wenn ihr mit dem redet, der hat halt auch nochmal eine Quest für uns parat. Und ja, ne? Und ich voll Depp. Wahrscheinlich hätte ich auch aus dem Fenster abhauen können, ne? Ne? Und ich dachte nur an Sven, Sven, Sven. Ich will mit Sven reden. Und das war vielleicht nicht die beste Idee. Wachen, ergreift den Eindringling. Nein, lasst mich doch in Ruhe. Nee, sie kommen, okay. Ich hatte so die kleine Hoffnung auf Flucht, aber nein, nein, definitiv nicht. Und ab geht's in den Kerker.
Wenn ihr den Kerkerschlüssel nicht nachgemacht habt, wenn ihr ihn nicht nachgemacht habt, ist das A sehr schade. Ihr könnt ja auf verschiedene Weisen aus dem Kerker entfliehen. Manchmal habt ihr Glück, einmal die Wände ringsherum abklopfen, also sprich gegenschlagen. Manchmal gibt es brüchige Wände. Oder aber ihr redet mit einer Wache, die würde dann aber ganz gerne bestochen werden von euch und möchte die Hälfte eures Vermögens haben, damit sie euch freilässt. Und in meinem Fall war es so, dass hier noch eine Vase rumstand. Ich weiß gar nicht, warum sie so nett hier die Zellen mit Vasen oder Krügen hier ja, dekorieren. Aber auf alle Fälle, dort drin habe ich einen brüchigen Kerkerschlüssel. Den kann ich nur einmal benutzen, aber einmal reicht mir momentan, um hier mein hart erspartes Gold nicht ausgeben zu müssen. Und dann kann ich hier aus dem Kerker fliehen und Buent Bericht erstatten. Das war's von mir. Ich hoffe, das kleine Video hat euch geholfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, denkt an den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls noch nicht geschehen. Dann verpasst ihr hier weiter kein neues Video. Ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goody. It seems you've made a discovery regarding the false sovereign. There's a ladder here. Oh, excellent find. Welcome to the Star Drop Inn. We serve all manner of fine ales here. Shall I pour? Come back any time. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim as a true arisen. I know this sigil well. 'Tis the crest of the neighboring country of Batar. Let me see. It reads, true to our word, pray make haste in securing Melv, that all might be a meager clue, to be certain. Though, 'tis clear that the Queen Regent can though the political situation is stable at present, much blood has been spilled between, but I fear such a partnership would only put, at any rate, to seem our search has led us to only more questions. I will investigate these matters as best I can. In the interim, only once we have gleaned a fragment of the Queen Regent's plot, and ere it slips my mind, pray. Phasis. Now there's a name to remember.